Arbeiter an die Macht. Das ist der Auftrag, den der Leipziger Wilhelm Liebknecht seinem Sohn mit auf den Weg gibt. Zeit seines Lebens kämpft Karl Liebknecht für die Verwirklichung dieser Vision. Viele Male wird er zu Gefängnisstrafen verurteilt, das erste Mal 1907 hier im Reichsgericht in Leipzig. Als er am 9. November 1918 vom Balkon des Berliner Stadtschlosses die Freie Sozialistische Republik ausruft, ist er ein umjubelter Held. Nur wenige Tage später wird aus dem strahlenden Symbol der Revolution ihr Märtyrer. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Überall Jubel und Aufbruchstimmung. Die Revolution hat Berlin erreicht. Es ist der 9. November 1918. Auf dem Hohenzollernschloss wird die rote Fahne gehisst. Tausende haben sich auf dem Schlossplatz versammelt. Genau hier, im Herzen der gestürzten Monarchie, schlägt gegen 16 Uhr die große Stunde eines Mannes. Karl Liebknecht. Ich proklamiere die Freie Sozialistische Republik Deutschland. Arbeiter an die Macht, das war schon immer sein erklärtes Ziel. Nach dem Sturz des Kaisers scheint es nun zum Greifen nah. Die Macht des Kapitalismus ist gebrochen. Dafür hat Karl Liebknecht sein Leben lang gekämpft. Jetzt ist er der Held der Revolution. Doch die Tage des Helden sind gezählt. Schon kurz nach dem glanzvollen Auftritt am Schloss wird Liebknecht von seinen vermeintlichen Anhängern ausgebuht und niedergebrüllt. Das muss für ihn ein herber Schlag gewesen sein. Eine Enttäuschung, weil er ja doch jemand gewesen ist, der immer wieder auf diese Massen gesetzt hat, die er führen wollte. Und plötzlich ist er ein Führer, dem die Massen nicht so folgen wollen. Eine Chance für Liebknechts alte Feinde aus dem kaiserlichen Offizierskorps. Sie hassen die Revolution und ihre Führer. Die Militärs sehen dieses ganze Chaos, was da ist. Dieser Liebknecht schon wieder. Das haben wir doch schon Jahre vorher gehabt. Der muss weg. Aus dem gefeierten Helden wird ein gnadenlos Gejagter. Die unverhohlene Drohung heißt Mord. Seinem Ziel scheinbar so nah, versteht Liebknecht die Welt nicht mehr. Sind seine Feinde zu stark oder hat er im entscheidenden Moment versagt? Die Geschichte des Revolutionärs Karl Liebknecht beginnt 47 Jahre früher im sächsischen Leipzig. Hier in der Braustraße in der Leipziger Südvorstadt wird er am 13. August 1871 geboren. Sein Vater ist Wilhelm Liebknecht, Arbeiterführer und Urgestein der deutschen Sozialdemokratie. Als Liebknecht seinen Sohn Karl Paul Friedrich August in der Leipziger Thomaskirche taufen lässt, erhält der Knirps nicht nur die christlichen, sondern auch die marxistischen Weihen. Denn seine Taufpaten sind keine geringeren als Karl Marx und Friedrich Engels, mit denen die Liebknechts eng befreundet sind. Die prominenten Paten sind zwar persönlich verhindert, senden aber beste Grüße aus London.
Bis heute finden sich ihre Namen im Taufbuch der Thomaskirche. In Sohn Karl sieht Liebknecht Senior sein Ebenbild. Er selbst hat gesagt, der Karl kommt mir nach. Und insofern, es war nicht der älteste Sohn, sondern es war eben der zweitälteste Sohn, weil der ihm anscheinend in seinem Verhalten, vielleicht auch in seinen geistigen Fähigkeiten, ähnlich war. Damit ist für Wilhelm Liebknecht von Beginn an klar, wer sein politisches Erbe antreten wird. Doch Karl, inzwischen 18 Jahre alt, hat ganz andere Pläne. Ich werde im März mein Reifezeugnis ablegen und dann Medizin studieren. Was sagt ihr dazu? Karl, die Partei braucht Rechtsanwälte, die mit ihrem ganzen Herzen zur Sozialdemokratie halten. Du wirst nicht Medizin. Wie Vater Wilhelm soll Karl gegen Kaiser und Kapitalismus und für die Befreiung der Arbeiter kämpfen. Wenn es auch dem Sohn zunächst nicht schmeckt, wie in anderen Familien jener Zeit, zählt bei den Liebknechts das väterliche Machtwort. Da gibt es gar keine Diskussion. Und nun, guten Appetit. Folgsam schreibt sich Karl Liebknecht im April 1890 als Jurastudent an der Leipziger Universität ein. Dort steckt er seine Nase nicht nur in Gesetzestexte, sondern auch in Schriften seines inzwischen verstorbenen Patenonkels. Noch im selben Jahr zieht die Familie von Leipzig nach Berlin. Der Vater erhält dort den Posten des Chefredakteurs beim Vorwärts, dem Parteiblatt der SPD. Zum Berliner Bekanntenkreis der Liebknechts gehört in den folgenden Jahren auch die Familie des vermögenden Bankiers Louis Paradis. Jetzt sind Sie dran, Karl. Ich glaube, mein Bruder Theodor ist sehr viel geschickter als ich. Karl, Sie haben es mir versprochen. Julia Paradis, die Tochter des Bankiers, ist mit den Liebknecht-Söhnen eng befreundet. Alle, so die Familienlegende, seien damals in sie verschossen gewesen. Karl aber habe von Beginn an die besten Karten gehabt. Wie heißt das so schön? Pech im Spiel. Glück in der Liebe. Danke, lieber Karl. Aber das hier sollten wir gleich noch einmal üben. Mit 28 Jahren heiratet der Sohn des Arbeiterführers die 2 Jahre jüngere Bankierstochter. Getreu dem väterlichen Plan hat Karl Liebknecht mit seinem älteren Bruder in Berlin eine Kanzlei gegründet. Als Anwalt der SPD macht er sich schnell einen Namen und legt sich immer wieder an mit der Justiz eines Kaisers, für den Sozialdemokraten nichts weiter sind als Lumpenpack und Vaterlandsverräter. Am 7. August 1900 stirbt Wilhelm Liebknecht im Alter von 74 Jahren. Als sein Sarg wenige Tage später feierlich durch Berlin geleitet wird, strömen über 150.000 Menschen auf die Straßen. Das hatte jeden, übrigens auch den politischen Gegner, zutiefst beeindruckt. Und natürlich auch den Sohn. Da machen wir uns mal gar nichts vor. Doch Karl Liebknecht stellt sich der Herausforderung, wie ein Brief aus jenen Tagen belegt. In der rastlosen Tätigkeit ein wenig dem teuersten Vorbild nachzueifern. Das ist der Ahnenkult, in dem ich geradezu aufgehe, aufgehen möchte. Unter den Trauergästen ist auch Rosa Luxemburg. Sie ist im Alter von Karl Liebknecht doch bereits Vollblutpolitikerin. In der SPD gilt sie als vielbeachtete Theoretikerin und glühende Revolutionärin. Wer ist denn das? Rosa Luxemburg, sie arbeitet für die Parteipresse. Zum jungen Liebknecht hat Rosa Luxemburg allerdings noch keinen näheren Kontakt. Begraben wird Wilhelm Liebknecht auf dem Friedhof in Berlin-Friedrichsfelde, fortan Ruhestatt von führenden Vertretern der Arbeiterbewegung. Wenige Tage nach der Beerdigung seines Vaters tritt Karl Liebknecht in die SPD ein.
Das Ehepaar Liebknecht bekommt zwei Söhne und eine Tochter. Doch der Familiensegen hängt zuweilen schief. Nur schwer kann sich Liebknecht an den großbürgerlichen Lebensstil seiner Gattin gewöhnen. Viel wohler fühlt er sich bei seinen russischen Freunden, meist Immigranten, von denen er einige als Anwalt verteidigt. Mit ihnen feiert er Anfang Januar 1906 das russische Neujahrsfest. Und dort trifft er die Frau, die sein Leben aus den Angeln heben wird. Sonja! Sophie Rüss, genannt Sonja, die Tochter eines jüdisch-russischen Kaufmanns aus Rostow am Don. Freut mich. Sozialdemokratischer Weihnachtsschmuck. Gefällt er Ihnen? Sie sind eine echte Künstlerin. Nein, nur Kunststudentin. Helfen Sie mir? Sophie Rüss ist 13 Jahre jünger als Karl Liebknecht. Er verfällt ihr mit Leib und Seele. Ihnen steht er auch gut. Für ihn ist es die große Liebe. Für seine Ehefrau und seine Familie ein schmerzlicher Vertrauensbruch. Und das würde ihm gut stehen. Sie hatte in Heidelberg studiert, war eine Intellektuelle ohne Frage und sah natürlich auch gut aus. Es war, als wenn da ein Fenster aufgemacht wird in eine völlig neue Welt für ihn. Das hat ihn fasziniert. In dieser Zeit setzt Karl Liebknecht erste politische Akzente. Mit einer Kampfschrift macht er klar, für ihn ist das Militär, allen voran des Kaisers stramme Offiziere, die treueste Stütze des Kapitals und damit das gefährlichste Bollwerk auf dem Weg zur Arbeiterherrschaft. Die Broschüre ruft die Staatswächter auf den Plan, wird beschlagnahmt und der Verfasser des Hochverrats angeklagt. Der Prozess findet im Oktober 1907 in Leipzig vor dem Reichsgericht statt. Liebknecht macht den Gerichtssaal zur Bühne seiner Agitation und greift den Kaiser als obersten deutschen Kriegsherrn direkt an. Ich will, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden dem Willen des ganzen Volkes unterstellt werde. Ich will schließlich, dass unser Heer nicht zum Bürgerkrieg verwendet werde. Das Urteil: 1 Jahr und 6 Monate Festungshaft. Karl Liebknecht sieht es als notwendiges Opfer im Klassenkampf und sich selbst als moralischen Sieger. Zudem macht ihn das große Medienecho im ganzen Land bekannt. Julia Liebknecht ist fassungslos, als sie von dem Urteil erfährt. Die Leipziger aber feiern den tapferen Sozialdemokraten begeistert, als er aus dem Gerichtssaal kommt. Auch das Wahlvolk belohnt Liebknechts Mut und erteilt ihm im Juni 1908 ein Mandat für den Preußischen Landtag. Dass er verfolgt, gemaßregelt worden ist, unterdrückt worden ist, für seine Überzeugungen vor Gericht stand und ins Gefängnis gegangen ist, hat ihm praktisch innerhalb der Arbeiterbewegung einen Ritterschlag gesetzt. Ja? Da konnte man zu ihm aufschauen. Wie zu Zeiten des Sozialistengesetzes, wer damals verfolgt gewesen war im Sozialistengesetz, der galt was in der Bewegung. Nur 12 Tage nach dem Urteilsspruch tritt Karl Liebknecht seine Haft auf der schlesischen Festung Glatz an. In der Abgeschiedenheit der Zelle findet er endlich Zeit, über sein Privatleben nachzudenken. Die Empörung in der Familie ist groß über sein außereheliches Verhältnis zu Sophie Rüss. Ehefrau Julia will er ein treuer Ehemann und seinen Kindern ein guter Vater sein. Doch ungebrochen ist seine Liebe zu Sophie, der er verzweifelt schreibt: Ich hab all das Leben so gründlich satt. Wär ich all die Fesseln los und hätte nur dich, an die Welt,
verstände nur uns. Eine Entscheidung zwischen Treue und Liebe fällt er nicht. Als Liebknecht im Juni 1909 aus der Haft entlassen wird, stürzt er sich wie ein Besessener auf die politische Arbeit. Öffentlich verdammt er das preußische Wahlrecht als Wahlunrecht, denn die Stimme eines Aristokraten zählt mehr als die eines Arbeiters. Er war ein populärer Führer, das heißt also, wenn er irgendwo als Redner angesagt war, vor allen Dingen nach seinem Hochverratsprozess, dann sind die Massen auch wirklich gekommen. Der Agitator ist nicht zu bremsen, kämpft an allen Fronten. Plastisch beschreibt später Rosa Luxemburg, wie sie ihn erlebt. Nur noch im Parlament, Sitzungen, Kommissionen, Besprechungen, in Hatz und Drang. Stets auf dem Sprung von der Stadtbahn auf die elektrische und von der elektrischen ins Auto. Alle Taschen voll gepfropft mit Notizblocks, alle Arme voll frisch gekaufter Zeitungen, die er doch unmöglich Zeit hatte, alle zu lesen. Leib und Seele mit Straßenstaub bedeckt. Der Politmarathon zahlt sich aus. Im Januar 1912 zieht Karl Liebknecht für die SPD in den Deutschen Reichstag ein. Inzwischen ist er 40 Jahre alt und Parlamentarier mit Leib und Seele. Dann blieb im Grunde genommen nicht mehr allzu viel Zeit auch für die Familie. Und er war es ja so gewohnt von seiner eigenen Kindheit her. Der Vater war fast nie da. So spricht Liebknecht auf einer Kundgebung gegen die Außenpolitik der deutschen Regierung, während seine Ehefrau mit schweren Magenkrämpfen ins Krankenhaus muss. Wenige Tage später stirbt Julia Liebknecht nach einer Gallenoperation im Alter von 38 Jahren. Ihre letzte Ruhe findet sie neben ihrem Schwiegervater Wilhelm auf dem Friedhof in Berlin-Friedrichsfelde. Kaum ist seine Frau begraben, schreibt Liebknecht an Sophie Rüss in deutlichen Worten. Wir müssen uns ineinander schicken. Freilich wirst du, mehr als ich, dich anschmiegen müssen. Ich bin nicht frei. Ich muss meinen Weg gehen. Ein Jahr nach dem Tod seiner Ehefrau Julia heiratet Karl Liebknecht seine langjährige Geliebte. Liebe Kinder, das ist eure neue Mutti. Sophie, meine liebe Frau. Sie hat euch jetzt schon gern. Und nun sagt ihr guten Tag. Du bist also Helmut. Guten Tag, Helmut. Und du? Du musst die kleine Veruschka sein. Robert ist der größte Schlawiner von uns. Aber ich denke, ihr werdet euch gut vertragen. Na dann, auf gutes Vertragen. Auf gutes Vertragen. Veruschka, hat dein Teddy denn auch ein Bettchen? Zeigst du es mir? Mit dem Tod ihrer Mutter haben die Kinder die einzige Bezugsperson verloren. Der Vater war nicht da, wenn sie ihn brauchten. Ich weiß, es ist nicht leicht für dich. Es ist für uns alle nicht leicht. Aber Sophie wird euch eine gute Mutter sein. Es gab ja dann immer wieder Probleme mit Sophie und den Kindern. Und er hatte ganz einfach schlichtweg gar keine Zeit, da vermittelnd tätig zu sein. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Tragik. Indessen spitzt sich die Lage auf der politischen Bühne zu. Seit Jahren betreibt Kaiser Wilhelm II. Eine aggressive Rüstungspolitik. Deutsche Unternehmen wollen daran verdienen und stehen im harten Konkurrenzkampf. Allen voran die Essener Krupp AG. Konzernchef Gustav Krupp hat gute Karten, denn er pflegt persönlichen Kontakt zum Kaiser. Doch im Herbst 1912 bekommt das gute Verhältnis einen Riss. Einen Moment bitte. Wer sind Sie und was wünschen Sie? Mein Name ist Spielfeld. Völlig überraschend bekommt Liebknecht hochbrisante Aktenkopien zugespielt.
Sie enthalten streng vertrauliche Informationen aus dem Kriegsministerium. Korrupte Beamte haben sie gegen Gefälligkeiten weitergegeben an spendable Mitarbeiter der Krupp AG. Die verfassen unter dem Codewort Kornwalzer regelmäßig Berichte an die Essener Konzernführung, die sich durch ihr Insiderwissen einen Vorteil im Wettbewerb erhofft. Die illegale Praktik läuft seit über 6 Jahren. Liebknecht nutzt die Gelegenheit und enthüllt den bis dato größten Korruptionsskandal der deutschen Geschichte. Alle Zeitungen berichten über die Bestechlichkeit deutscher Beamter und die kriminellen Machenschaften der Krupp AG. Der Kriegsminister muss zurücktreten und Karl Liebknecht läuft im Reichstag zu Hochform auf. Das Vaterland ist in Gefahr. Es ist aber nicht in Gefahr vor dem äußeren Feinde, sondern vor jenen gefährlichen inneren Feinden. Vor allem vor der Rüstungsindustrie. Liebknecht war derjenige, der es ganz offen ausgesprochen hat. Und das hat ihn natürlich dann auch auf der wirtschaftlichen Seite verhasst gemacht, ist doch ganz klar. Ja, also es ist wohl so weit gegangen, so ist es überliefert, dass nach der Kornwalzer-Affäre ein Krupp-Direktor gesagt hat, man müsste sich mit diesem Mann mal duellieren. Das zeigt eigentlich, dass er zu einer Symbolfigur geworden ist für die Sozialdemokratie, die nicht bereit ist, in den Augen der bürgerlichen Gesellschaft, die nicht bereit ist, sich in dieses System zu integrieren. Der Krupp-Skandal macht Liebknecht europaweit bekannt. Im Hochgefühl seines Erfolgs reist er im September 1913 zum SPD-Parteitag nach Jena, wo er von den Delegierten viel Beifall bekommt. Trotzdem bleibt er in der SPD ohne großen Einfluss. Im Gegensatz zu Parteirechten wie Gustav Noske und dem neuen Vorsitzenden Friedrich Ebert. Am 28. Juni 1914 stirbt der österreichische Thronfolger in Sarajevo im Kugelhagel eines Attentäters. Der Erste Weltkrieg bricht aus. Für den Friedenskämpfer Liebknecht ist das ein Schock. Seine Frau Sophie schreibt später: An den Fassaden erschienen die unfassbaren, vorher nie gehörten Worte. Allgemeine Mobilmachung. In der Nacht klapperten die Hufe unzähliger an unserer Wohnung vorbeimarschierender Pferde als Begleitung unserer schlaflosen Nächte. Das Spiel begann. Trunken vor Euphorie bejubelt ganz Deutschland den Krieg des Kaisers. Auch die übergroße Mehrheit der SPD-Mitglieder. Für Karl Liebknecht ist das Verrat an den ureigensten Ideen der Sozialdemokratie. Doch damit steht er völlig allein. Am 2. Dezember 1914 kommt es im Berliner Reichstag zur Zerreißprobe. Wir kommen jetzt zur Gesamtabstimmung. Ich bitte die Herren, die für die Verabschiedung der Kriegskredite in Höhe von 5 Milliarden Mark sind, sich von ihren Plätzen zu erheben. Ich danke Ihnen. Ich stelle die einstimmige Annahme der Kriegskredite durch den Deutschen Reichstag fest. Gegen eine Stimme. Das ist Verrat an Deutschland! Innerhalb der eigenen Partei führt es ihn an den Rand. Ja, es gibt schon kurz nach der entscheidenden Sitzung vom 2. Dezember rufe Liebknecht aus der Partei auszuschließen, gerade vom Gewerkschaftsflügel, von den Rechten, jetzt muss er endlich aus der Partei raus. Aber es ist Friedrich Ebert, der sagt, nein, also wir sind als Partei, wir bleiben noch zusammen, wir können ihn nicht ausschließen. Das ist zwar Disziplinbruch, aber es ist lange noch kein Grund, diesen Mann, diesen Kopf aus der Partei auszuschließen. Für Liebknecht persönlich ist damit auch ein Punkt erreicht, wo er seinen eigenen Weg gehen muss. In seiner Berliner Wohnung organisiert Liebknecht ein Treffen mit Gleichgesinnten, darunter auch Rosa Luxemburg. Natürlich sind wir als Sozialdemokraten gegen den Krieg. Aber jetzt heißt es, überlegt zu handeln, Schritt für Schritt und nicht überstürzen. Bis wir stehen bleiben und nicht mehr aktionsfähig sind. Ich habe das hier vorbereitet. Ich sage es ganz offen, Genossen. Ich suche Verbündete, die mit mir Protestversammlungen gegen den Krieg organisieren.
Seid ihr dabei? Auch Georg Ledebur gehört zu den Kriegsgegnern in der SPD. Doch ihm und anderen geht der öffentliche Protest zu weit. Und Sie, Genossen Luxemburg? Was halten Sie von meinem Vorschlag? Wir hatten ja bisher noch keine engere Fühlung. Protest. Das ist der einzig ehrliche Weg. Ich bin dabei. Packen wir es an. Gemeinsam. Nee. Das hat keinen Sinn mehr. Komm, wir gehen. Georg. Nee. Also das Konzept. Da fing die Zusammenarbeit an, weil sie sah, hier ist jemand, der auch eine Außenwirkung hat. Viel mehr als ich selbst. Und den wir natürlich brauchen, wenn wir unsere Vorstellungen von der Beendigung des Krieges verbreiten wollen. Und heute würde man sagen, mehrheitsfähig machen wollen. Und natürlich die Massen ansprechen. Und da war er einfach die richtige, ich nenne das mal so, der richtige Aushang. Nach den mit Spartakus unterzeichneten Flugschriften erhält das neue Bündnis den Namen Spartakus-Gruppe. Doch bleibt den neuen Verbündeten kaum Zeit, um wirksam den Kampf gegen den Krieg aufzunehmen. Rosa Luxemburg sitzt zeitweise im Gefängnis und Karl Liebknecht wird mit 43 Jahren zum Militär eingezogen. Eine Retourkutsche der Uniformträger gegen ihr Hassobjekt Nummer 1. An der Ostfront muss er Schützengräben ausheben, direkt hinter der Kampflinie. Jetzt, wo er dem Tod täglich ins Auge blickt, steht für ihn fest, wenn schon sterben, dann nicht hier, sondern auf seinem, dem politischen Schlachtfeld. Da er für Reichstagssitzungen Fronturlaub erhält, fasst Liebknecht den Plan zu einer öffentlichen Aktion gegen den Krieg. Das ist strengstens verboten, trifft aber den Nerv der Zeit, denn viele glauben nicht mehr an den baldigen Sieg der deutschen Truppen. Am 1. Mai 1916 in Berlin auf dem Potsdamer Platz ist es soweit. Liebknecht, Luxemburg und andere Spartakisten haben zur Protestkundgebung aufgerufen. Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung! Nieder mit dem Krieg! Nieder mit dem Krieg! Nieder mit dem Krieg! Der propagandistische Wert war natürlich immens. Also das ist, und dafür kann man auch sowas bezahlen. Das war das Denken von Liebknecht, auch von Luxemburg. Und unabhängig davon. Man muss das Richtige machen. Also die Haltung war ja so protestantisch. Hier stehe ich kann nicht anders. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt ein Kriegsgericht Karl Liebknecht zu 4 Jahren und einem Monat Zuchthaus, die er in Luckau, südlich von Berlin, verbüßen muss. Auch Andersdenkende wie der gemäßigte Sozialdemokrat Karl Kautsky gestehen: Liebknecht ist heute der populärste Mann in den Schützengräben. Das wird von allen übereinstimmend versichert, die von dort kommen. Vom Sieg Lenins und der Bolschewiki in Russland erfährt der Häftling aus der Zeitung. Auch von den Verbrüderungen deutscher und russischer Soldaten an der Ostfront. Nach 4 Jahren Krieg ist Deutschland ausgelaugt. Die Toten an der Front gehen in die Millionen. Die Menschen in der Heimat hungern. Viele fordern ein Ende des Krieges und den Rücktritt des Kaisers. Der versteckt sich lieber vor seinem Volk und geht zusammen mit der Heeresleitung ins belgische Spa. Dafür ziehen die Sozialdemokraten in die Regierung ein. Um Liebknecht nicht zum Märtyrer werden zu lassen, fordern sie die Entlassung ihres abtrünnigen Genossen aus dem Zuchthaus Luckau. Am 23. Oktober 1918 feiern die Berliner Liebknechts Ankunft auf dem Anhalter Bahnhof. Die Begeisterung war schon echt.
Klar, denn er hatte ja durch seine Haltung gegenüber dem Krieg und auch durch sein Verhalten genau das getan, was viele, viele Menschen zum spätestens ab 1916 gerne getan hätten, aber nicht den Mut hatten oder nicht die Möglichkeiten, was auch immer. Und deswegen jubeln ihm die Massen zu. 20.000, sagt man, 20.000 an der Bevölkerung, die jetzt endlich Frieden, Freiheit und Brot haben will. Für Frieden steht dieser Karl Liebknecht. Freiheit und Brot muss man sich noch erkämpfen. Am nächsten Tag wird in der russischen Botschaft Liebknecht zu Ehren ein Empfang gegeben. Tovarisch Lenin hat uns am heutigen Tag folgendes Telegramm übergesandt. Die Befreiung von Karl Liebknecht ist das Zeichen einer neuen Epoche. Eine Epoche des siegenreichen Sozialismus, das uns jetzt Deutschlands wie auch der Welt eröffnet. Der anwesende Schriftsteller Arthur Holitscher schildert später seinen Eindruck von Karl und Sophie Liebknecht. Kaum zurückgekehrt, verließ er sie abermals. Entschwand er aus ihrem Leben. Dorthin, wo die Pflicht ihn rief. In das ungewisse, wahrscheinlich tödliche Schicksal. Das Programm der Bolschewiki ist das Idealste, das je zur Erlösung der leidenden Klasse aufgestellt worden ist. Doch die russische Revolution ist in Gefahr, wenn ihr die Deutsche nicht zur Hilfe kommt. Gelingt es dem deutschen Proletariat nicht, den Sieg zu erringen, so verschlingt der Kapitalismus, der noch immer mächtig und ungebrochen ist, die Welt. Wir werden das verhindern. Am 4. November 1918 weigern sich in Kiel Matrosen der Kaiserlichen Marine, in eine neue tödliche Schlacht zu ziehen. Es ist der Beginn der Revolution. 5 Tage später schließen sich auch die Berliner den Matrosen an. Der Rücktritt des Kaisers wird verkündet. Jetzt sieht Liebknecht seine Chance. An der Spitze eines Demonstrationszuges marschiert er ins Stadtzentrum. Am 9. November gegen 16 Uhr versammeln sich tausende Menschen vor dem Stadtschloss. Kurz entschlossen erklärt Liebknecht es zum Eigentum des Berliner Arbeiter- und Soldatenrats. Wer von euch die freie sozialistische Republik Deutschland und die Weltrevolution erfüllt sehen will, erhebe seine Hand zum Schwur. Noch am 9. November erhält Liebknecht das Angebot, zusammen mit Friedrich Ebert in die neue Regierung zu gehen. Doch er lehnt ab. Mit Ebert, für ihn ein Verräter und mitschuldig am Krieg, will er keine gemeinsame Sache machen. Hier hat ihm die alte Rigorosität den Blick verstellt, dass es besser gewesen wäre, in die Regierung einzutreten und in der Regierung für seine politischen Ziele zu kämpfen. Denn die Konsequenz aus der Verweigerung, in die Regierung einzutreten, war, dass er nur noch die Politik der Straße hat betreiben kann. Ein Fehler für den Politiker Karl Liebknecht. Zu spüren bekommt er das schon am nächsten Tag auf einer großen Versammlung im Zirkus Busch. Dort fordert er die Soldaten und Arbeiter auf, die Revolution weiter voranzutreiben. Die Revolution steht erst am Anfang. Wir alle müssen weiterkämpfen. Wir wollen nach Hause! Wir wollen keinen Kampf! Ein Großteil der Leute wollte schlichtweg nach Hause. Schlichtweg nach Hause und wollte jetzt endlich Frieden, Freiheit und Brot haben. Und nicht ein Weitertreiben der Revolution, vielleicht sogar noch mit der geschulterten Waffe irgendwo in einem Straßengraben weiterzukämpfen. Als im Dezember 1918 im preußischen Abgeordnetenhaus der Reichsrätekongress tagt, erhält Liebknecht kein Mandat, wird nicht mal als Gast zugelassen. Vor dem Gebäude spricht er zu Demonstranten und klagt an, drin würde die Revolution zu Grabe getragen. Eine der wenigen von ihm erhaltenen Filmaufnahmen.
Tagungsteilnehmer Gustav Noske versichert, der Kongress habe sich durch den Rummel nicht verunsichern lassen. In seinen Memoiren aber schreibt er: So viel ist jedoch gewiss, dass wenn Liebknecht die Courage gehabt hätte, gegen den Kongress einen Vorstoß zu unternehmen, er hätte ihn mit ein paar hundert entschlossenen, schießenden Männern auseinanderjagen können. Genau das, nämlich mit Gewalt, mit Waffengewalt, das war für Liebknecht nicht die Revolution. Die Revolution fand hier statt, im Kopf. Das war, wenn Sie so wollen, auch sein Irrtum zu erwarten, dass die Masse der Menschen Individuen sind wie er, die, wenn sie bestimmte Dinge erkannt haben, auch so handeln. So schwenkt das Volk nach der Rede des Spartakisten begeistert die Hüte und läuft tatenlos auseinander. Wenig später führt Liebknechts Weg erneut zum preußischen Abgeordnetenhaus. Mit Rosa Luxemburg und anderen Ultralinken gründet er dort die Kommunistische Partei Deutschlands. Die Spaltung der deutschen Arbeiterbewegung ist damit endgültig vollzogen. Von nun an kämpft Liebknecht offen gegen die Regierung seines Ex-Genossen Friedrich Ebert. Eine erste Möglichkeit bietet sich am 5. Januar 1919. Als Ebert den linken Polizeipräsidenten absetzt, sehen das viele als Provokation. Liebknecht fordert auf zum massenhaften Protest. Und wirklich, Tausende gehen auf die Straße, bewaffnen sich und fordern den Rücktritt der Regierung. Der Aufruf, die Regierung zu stürzen, in drastischen Worten veröffentlicht, hat er dazu beigetragen, dass jetzt Gewalt das Bild geprägt hat. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, besetzen Demonstranten das Polizeipräsidium und das Redaktionsgebäude des sozialdemokratischen Vorwärts im Berliner Zeitungsviertel. Liebknecht, wieder in seinem Element, peitscht das Volk mit feurigen Reden auf. Zusammen mit anderen tritt er an die Spitze eines Revolutionsausschusses. Der tagt fortan im Berliner Marstall, dem Hauptquartier der Volksmarinedivision. Statt den Aufstand zu führen, verlieren sich Liebknecht und seine Mitstreiter in endlosen Debatten. Zu seiner Familie hat er kaum noch Kontakt, seine Frau seit Wochen nicht mehr gesehen. Sonja! Karl! Meine liebe Sonja. Karl, was ist mit dir? Während draußen die Menschen ihr Blut hingeben, zerreden wir hier drin die Revolution. Denk doch mal an dich. An die Kinder. An mich. Aber das tue ich doch. Karl! Es ist alles vorbei! Was? Die Volksmarinedivision hat dem Aufstand ihre Unterstützung entzogen und gibt dem Revolutionsausschuss eine halbe Stunde, um den Marstall zu verlassen. Karl und Sophie Liebknecht werden sich nicht mehr wiedersehen. Keine andere Stadt hat sich dem Aufstand in Berlin angeschlossen. Also es gab überhaupt keine Bereitschaft, so einen Putschversuch also von Spartakus und von einigen anderen Leuten noch zu unterstützen. Der war nach wenigen Tagen gescheitert. Enttäuscht geht die Mehrheit der Aufständischen am 6. Januar wieder nach Hause. Abgesehen von einem harten Kern, der Polizeipräsidium und das Zeitungsviertel weiterhin besetzt hält. Binnen weniger Tage brechen Regierungstruppen auch diesen Widerstand. Der ungleiche Kampf zwischen den schlecht ausgerüsteten Aufständischen und weit überlegenen Soldaten endet in einer Orgie der Gewalt. Es gibt zahlreiche Verletzte und nicht wenige Tote. Die Truppen stehen unter dem Oberbefehl von Liebknechts altem Parteirivalen Gustav Noske, inzwischen Volksbeauftragter für Heeres- und Marineangelegenheiten.
Auf Liebknecht beginnt eine regelrechte Hetzjagd. Er gilt als Rädelsführer des Aufstands und damit als Gefahr für die Demokratie. Weiter. Da kam diese ganze Frustration, dieser Hass hoch. Er wurde zum Sündenbock aus der Sicht des Militärs für all das, was sich da abspielte. Um den Unruhestifter dingfest zu machen, bedienen sich Ebert und Nuske der Hilfe von Leuten, die Liebknecht schon lange auf der Abschussliste haben. Preußische Militärs und stramme Monarchisten. Mannheimer Straße. Einer von ihnen ist Waldemar Pabst, früher kaiserlicher Offizier und jetzt Stabschef der Garde-Kavallerie-Schützendivision. In Wilmersdorf halten sie sich versteckt in der Mannheimer Straße. Die Bürgerwehr wird sie sich schnappen ohne Aufsehen. Mit Gegenwehr ist ja wohl kaum zu rechnen, oder? Was passiert dann, Herr Hauptmann? Tja, die Sache muss reibungslos über die Bühne gehen, meine Herren. Reibungslos. Alles klar? Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg leisten keinen Widerstand, als sie am 15. Januar 1919 in der Wohnung eines Freundes von Männern der Bürgerwehr aufgespürt werden. Als Ersten bringen sie Liebknecht fort. Ziel ist das Eden-Hotel am Zoo, wo Pabst und seine Truppe ihr Hauptquartier haben. Selbst entscheiden. Während die Häscher auch Rosa Luxemburg ins Eden-Hotel verschleppen, wird Liebknecht Waldemar Pabst persönlich vorgeführt. Bitte, Herr Liebknecht. Hinsetzen, verdammt nochmal. Der Mann, den vor wenigen Monaten noch tausende stürmisch bejubelten, weiß, er hat verloren. Was glauben Sie wohl, wie lange wir noch Ihren roten Terror dulden werden, hm? Liebknecht ahnt, dass sein Leben in Gefahr ist. Doch für den Sieg des Proletariats ist er bereit zu sterben. Es ist aus, Liebknecht. Wenn man den späten Karl Liebknecht nimmt, den der Revolutionszeit, so muss man sagen, er ist ein gescheiterter Politiker. Denn seine Vorstellungen, die er in der Revolutionszeit gehabt hat, sind nicht verwirklicht worden. Nicht nach der Revolution, auch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Schaffen Sie ihn raus. Los, kommen Sie. Als Liebknecht von den Offizieren aus dem Eden-Hotel geschafft wird, soll er glauben, man überführe ihn lediglich ins Gefängnis. Doch der Mord an ihm und Rosa Luxemburg ist längst beschlossene Sache. Frau, was haben Sie mit dir gemacht? Das ist nicht so schlimm. Aber die Revolution wird siegen. Trotz alledem. Die sogenannte Überführungsfahrt ins Gefängnis findet schon wenige Minuten später im Tiergarten ein abruptes Ende. Auf der Flucht erschossen, wird es heißen, als Karl Liebknecht im Alter von 47 Jahren sterben muss.